Hallo und herzlich willkommen YouTube, hier bei eurem Sergeant Dubio und Let's Play Estate Agent Simulator, die Closed Beta. Wir haben einen Key bekommen über Keymailer vom Entwickler. Wir haben ja die angezockt schon gehabt von der Demo. Jetzt können wir hier mal reingucken. Mal in die Einstellungen. Alles wie gehabt. Neues Spiel. Wir suchen uns wieder einen Charakter raus. Wir nehmen... Louis immer gar nicht so schlecht. Wir nehmen ihn auch. Das wird natürlich. Edu. Wir hatten beim letzten Mal die Emilia. Wir nehmen diesmal Leonie. Die lassen wir auch so. Du kannst XP verdienen, indem du Müll sammelst. Und ich freue mich schon riesig drauf. Hat mir beim letzten Mal schon Spaß gemacht. Ich würde gerne mal schauen, was jetzt in der Closed Beta vielleicht drin ist gegenüber der Demo. Oder wie wir hier fortfahren können. So. Wir schnappen uns mal den Koffer mit Geld. 40.000. Tutorial kennen wir ja schon. Drücken Sie M auf der Karte. Jeden Mittwoch sind eine Auktion, 2 Tage und 23 Stunden. Okay. Den Skill-Bildschirm mit Z. Das ist neu. Den Assistenten, den gab es vorher nicht. Anwalt kennen wir schon. Den Assistenten, der ist neu. Für sie eintreiben. Nicht schlecht. Zur Haltestelle fahren, irgendwo hingehen. Ich glaube, ich mach mal ein kleines bisschen leiser. Haha. Okay, dann gehen wir nochmal zum Hauptmenü. Den Einstellungen und machen nochmal hier ein kleines bisschen. Gab es da kein Autosave, also nochmal ein neues Spiel. Der Ledu. Wir nehmen die Leonie. Du kannst zu einem Autohaus gehen und ein Auto kaufen, verkaufen. Also nochmal, Koffer mit Geld. 40.000. Tab. Dafür. M die Karte. Jetzt kommt das Skillbildschirm mit Z. Gehen wir mal zur Haltestelle und fahren mal irgendwo hin. Wir fahren mal das Ding hier. Da wird man schon mal was. Oh, hier gibt es noch mehr. Insektizid und Farbpinsel. Das gab's vorher nicht. Abends nach Hause gehen? Oh, ich bin so gespannt. Gut. Gibt's denn hier was Neues? Ich weiß gerade gar nicht, ob vorher eine Küche drin war. Und wir gehen schlafen. Also haben wir auf jeden Fall schon ein paar Sachen drin, die vorher nicht drin waren. Wir schlafen schon wieder bis 9, wie gehabt, genau.
Und jetzt können wir durchstarten, wie wir das wollen. Demnächst. Okay, Jagen ist noch nicht mit drin. Ist aber auch nicht schlimm. Wie gesagt, es ist eine Closed Beta. Können wir mal schauen, hat sich hier was ge... Verdammt. Eine Kuh. Okay, die Regale sind drin geblieben. Tablet. Web. Mark wie gehabt. Tapeten. Ja, das ist Wallpaper. Keine Mails. Okay. Ich würde sagen, wir gehen das mal jetzt hier rüber. Krabbelt, Moment. Entschuldigung, jetzt kann es weitergehen. Hier kann man nichts machen, ne? Nee. Kann ich Ihnen helfen? Umbauen. Okay. Aber hier war doch. Nee, war da hinten. Ach so, neue 2 und 18 Stunden gibt es neue Autos. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal nach Hause. Also ins Büro und sammeln mal den Müll auf und dann gucken wir nach der ersten Immobilie. Papierkorb zu Papier. Glas. Und nochmal Papier. Buchhalter können wir einstellen. Sie können höchstens einen Buchhalter einstellen. Der Buchhalter beginnt seine Arbeit am nächsten Tag. Durch die Beauftragung eines Buchhalters verringert sich der Steuersatz, den Sie zahlen. Okay. Lohnt sich jetzt noch nicht, aber später auf jeden Fall. Zeitung erst freischalten. Computer. Bürogestaltung. Ach genau, das hatten wir ja schon mal angeschaut. Möblierung. Ah, es sieht schon cool aus. So, jetzt gehen wir aber erstmal auf Häuserjagd. Und zwar gehen wir mal nach Notting Hill. Und da haben wir uns eigentlich schon mal angelacht, und zwar das hier. 9000. Teurer als ich dachte, machen wir mal 8500. Erstes Haus gekauft, die haben Schnäppchen gemacht. Jetzt haben wir auch Errungenschaften. Und hier Möblierung 0 von 20. Das ist auch neu. Nehmen wir den Schwamm. Machen wir alles schnell sauber hier drin. Das geht nicht weg. Geht wahrscheinlich weg, wenn wir den hier wegmachen. Sieht immer noch nicht besser aus irgendwie. Aber das sind ja Flecken, die kriegen wir ja nicht weg. Und hier sind jetzt die ersten Insekten. Das heißt, wenn ich jetzt. Kann man gleich mal ausprobieren. Insektizid. Okay, sehr schön.
Okay, und da ist das Ganze alles sauber. Jetzt können wir mal gucken auf dem Farbpinsel. Lackiererei. Können wir jetzt streichen? Das bei den Decken auch? Nein. Böden können wir auch machen. Oh. 1,3 bis 1,6. Okay, es ändert nichts am Wert und auch der Boden hat sich nicht geändert. Ach doch, wir müssen es erst jetzt einfärben. Lissara. Ach, macht in allen Räumen, okay. Na gut, aber sieht doch gar nicht schlecht aus. Dann jetzt hier nochmal, was haben wir hier Schönes? Das ist das, was wir gerade haben. Nee, das gefällt mir nicht. Ja, lass mal das. Tablet. Dann nehmen wir hier die Kamera. Ja. So. Okay, dann gucken wir mal rein. Drei Fotos können wir nehmen, die sind auch trotzdem immer noch so dunkel, obwohl sie eigentlich, ja. Bis 1,6 machen wir mal. Machen wir mal 1,6. Ein Prozent schmutziger Wert. Da war eigentlich alles sauber. Gut. Gucken wir mal zum Hund, ob das jetzt geht oder auch nicht. Da brauchst du ein Talent. Nach Hause gehen und schlafen. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir das mal. Wir reden mal mit ihr, ob es was Neues gibt. Wie war dein Tag? War fantastisch, wie war deiner? Okay, das wird sie auch nicht wollen, wenn wir 3% haben. Ich habe Kopfschmerzen. Ja, das kennen wir. Du hast zum ersten Mal mit deiner Freundin gesprochen. Ah, siehst du. Gespräch mit Ehefrau. So, Auktion eröffnet. Dann gehen wir gleich mal zur Auktion. Und wir haben eine Mail. Das wird über die Auktion wahrscheinlich sein. Genau, Lagerhaus Battles. Gehen wir auch direkt mal hin. Räumen wir noch schnell hier schon auf. So. 25 Tage. Bei 1,5 gehe ich noch mit. Okay, dann nicht. Bin ganz schön ungeduldig. Dann können wir es vielleicht gleich noch möblieren. So, wir kaufen ein Ticket, wir gehen auch ganz vor, sonst wird nichts.
Ah, es sind ganz schön viele da für die Auktion. Wir gehen wieder bis 2.500 mit. Na komm, 2.700. Gut, den Hammer. Neunhundert. Oh, macht immer gleich 1.000er drauf. Bei drei. Bei sieben. Ich will wissen, ich kauf's alle. Ich will wissen, was drin ist. War zwar nicht so geplant, aber wir machen es einfach jetzt mal. 1.000 starten wir direkt. 1, 2. 2, 1. Dann gewartet. Okay. 1, 6. 1, 8. 2, 1. 2, 5. 2, 7. 2, 9. 3, 2, 3, 5. 4.000. Einfach weil ich wissen will, was drin ist. Oha. Okay, dann machen wir es gleich ganz anders. Wir gehen jetzt mal auf Q. Aufs Tablet. Müssen wir Web-Anzeige entfernen. Wir richten jetzt die Bude ein. So viel Geld ausgegeben. Das müssen wir jetzt wieder reinkriegen. Das heißt, wir nehmen so einen Wagen. Öffnen den ersten Container. So, dann machen wir mal Sessel. Eine Waschmaschine ist auch nicht verkehrt. Blume. Oh, Schrank dazu. Couch. Naja, gut. Und nochmal eine Couch. Ich mal jetzt mal die Straße. Wo ist denn hier Schönes? Doppelbett. Hocker. Dann mal eine Kommode. Ein TV. Eine Lampe. Jetzt müsste es voll sein. Dann packen wir mal alles hier in die Regale. So. Hier rein. Oh. Ah, man kann sogar grüßen. Cool. Der hat eine andere Umrandung, als wäre der irgendwie wertvoller. Zwei? Zwei T. Okay. Davon war bis einer. Na gut. Gerne. Und dann, wenn wir alles eingelagert haben, schauen wir mal nach der Möblierung, wie wir das alles einrichten. Das muss dann auch mieten.
was ist das denn? Ein Rundschild. Ich hoffe, das bringt auch gut Geld. Weil das war der für 5000. Oh Mann. Na gut, dann gucken wir jetzt mal. Also, schön wäre auf jeden Fall ein Double Bed. Die Kommode, da können wir gleich den Fernseher draufstellen. Die Waschmaschine, eine Pflanze. Ein Kleiderschrank. Reicht das für den Fernseher? Mal schauen. Ein Sessel. Eine Couch. Eine andere kleine Kommode. Ah, ich denke, das sollte reichen. Vielleicht noch die. Auf die Karte. Wir sollen schlafen. Ist die Karre laut? Okay, dann nehmen wir jetzt, fangen wir an mit dem Bett. Das machen wir hier hin. 1316. Jawohl. Sehr schön. Dann den Kleiderschrank. Den machen wir vielleicht hier so hin. Dann will ich jetzt wissen mit dem Rundschild, was damit ist. Das kann man nur auf den Boden legen? Kann man nicht an die Wand hängen? Das ist jetzt ein bisschen schade. Und dann legen wir es mal hier in die Ecke. Ja. Schnapper war es nicht. Dann nehmen wir jetzt die Couch. Wir haben da drüben auch noch einen Raum. Dann machen wir drüben die Küche rein dann. Oder als Raumtrenner. 20 Gegenstände ist dann. Also 4 von 20 ist dann voll möbliert quasi, nehme ich mal an. Bei 3, das sieht ja schon besser aus. Das wäre eine Fußbank, oder? Ja. Gut. Dann eben so. Hauptsache, wir kriegen unsere Kohle wieder. Ich kann mir auch die Kommode nehmen für den Fernseher. Bei 6. Gucken, der hat ja so einen Rahmen gehabt, ob das da jetzt mehr gibt. 2,8, ja. Ich gucke immer erstmal nur nach dem Minimum. Kleines Pflänzchen mit hier rein. Nicht so viel gebracht. Den Sessel noch mit hin. Hat auch nicht so viel gebracht. Immer so eine Lampe. Zwei neun.
Ich kann mal schnell umdekorieren, da können wir das nämlich so machen, dass wir eine Anrichte machen wir hier hin. Der Lampe und der Pflanze obendrauf auch ausschalten. Okay, dann nochmal Tablet. Tablet, Mensch. Auch wenn es jetzt hier wirklich lohnt. Okay. Web. Fangen wir mal hier an. So. Preis eingeben. 3,5 nochmal. 3.300. 3.400. Okay. Dann fahren wir jetzt bloß noch nach Hause. Und würde sagen, da sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann schauen wir mal, ob wir das schon wieder bekommen. 18. Kid King Race Club. Okay. Hallo Freund, willkommen. Sehr bald. Okay. Coming soon. Das würde mich mal da hinten interessieren. Aber das können wir alles mal ausprobieren. Das macht jetzt schon wieder mega Bock. Auf mehr. Stellen wir dabei hier rein. Machen das schnell zu. Das wollte ich mal schauen. Wir haben hier 3% bei unserer Ehefrau. Ich habe ja noch keine Ahnung, wie man es erhöht. Kann nur sein, dass es in der Klosbeta auch noch nicht geht. Ich nehme jetzt mal eine Couch mit rein. Haben wir zwar schon und auch einen besseren Fernseher, aber ich würde es einfach gerne mal ausprobieren. Wenn ich die jetzt hier herstelle. Okay. Na gut, hätte ja sein können. Oder wir brauchen andere Möbel dafür. Hier können wir auch nichts machen. Was liegt da hinten? Home, the secrets. Gehen wir mal schlafen. Und dann bis zur nächsten Folge.